Das, meine Freunde, war ein Fehler. Yo Leute, ich bin Silverfreeze und willkommen zur 5. Folge von Pflanzen vs. Zombies. In der letzten Folge haben wir endlich mal eine Taktik gemacht, so eine richtige und eine bestimmte Reihenfolge. Die ist aber immer noch nicht perfekt. Und es gab halt auch so einen Tipp, dass ich die Schützen direkt in die erste Reihe packen soll, da, wo normalerweise die Sonnenblumen stehen. Denn ich glaube, der Grund ist, wenn die gefressen werden, dann können die Zombies immer noch angegriffen werden von den Schützen. Die Taktik wollen wir heute ausprobieren, also normal weitermachen, nur die Schützen da direkt in die erste Reihe packen. Und mal sehen, was für Wellen passieren. Es wird leider immer schwieriger, also ich werde auf jeden Fall viel mehr gefordert. Okay. Aber egal, Leute, wir labern jetzt nicht und legen einfach mal direkt los, würde ich sagen. So, Haus von Silverfreeze. Da sind die Zombies. Oh, wir haben ja den einen Pilz bekommen. Wenn ich noch Platz habe, dann nehme ich ihn mit. Sonnenblume, würde ich sagen. Ach, warte. Hier unten steht Laden. Laden wir unser altes Deck? Nee. Wir sind in seinem Krimskramsladen. Nee, ich muss anscheinend alles neu auswählen. Ist aber nicht so schlimm. Zack, zack. Ihr seht ja, was ich mitnehme. Brauche ich jetzt nicht immer zu betonen, was ich nehme. So, den 0-Euro-Pilz. Warum sage ich eigentlich immer Euro? Das sind hier Münzen oder so. Tut mir leid, Leute. Ich bin an Euro gewöhnt. Dann die Nuss. Also Walnuss. Den Grabfresser, brauchen wir den? Ich würde am liebsten den einen mitnehmen. Wir nehmen den mit. Ah, soll ich jetzt eine Challenge machen und den 0-Münzen-Pilz nicht mitnehmen? Hilft mir nicht so viel. Aber dann brauche ich sehr viel Kohle und muss schnell sein. Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Deswegen nehmen wir einfach den Grabfresser erstmal nicht mit. So, wir sind ready. Oh nee, so viele Gräber, ey. Okay, Sonnenblume in die zweite Reihe. Dahinter kommt der Schütze. Nein, in der Mitte kommt ein Zombie. Aber wir sind ready. So, wir haben jetzt eine kleine Base aufgebaut, Leute. Sieht eigentlich ganz geil aus bisher. Jetzt sparen wir für die normalen Schützen. Zack, da ist der erste. So, und die tun ja gleich alle in die hintere Reihe. Nice. Also in die hinteren Reihen. So, jetzt noch den. Oben die Reihe ist fertig. Aber jetzt sollen wir so schnell wie möglich die anderen Reihen füllen. Shit, da kann ich keinen Stein platzieren in die zweite Reihe. Ich mache einfach einen Stein da. Nein. Was ist das denn für einer? Weißt du was, wir machen den Move. Der macht ja andere lieb. Und jetzt testen wir den. Und jetzt wird er rasiert. Ja, jetzt rennt er in die andere Richtung. Nice wie Eis. So, in der zweiten Reihe von oben kann ich ja keinen Stein platzieren. Deswegen tue ich da einen Stein hin, wo das leere Feld ist. Und den normalen 0-Münzen-Pilz mache ich weg und tue da so einen hin. Aber der Rest geht eigentlich, ne? Aber gleich kommt erst die letzte Welle und dann ist schon vorbei, Leute. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Da oben. Aber ich mache den Move und den. So, jetzt bin ich überall safe. Und gleich mache ich den Grabfresser dahin. Denn gleich ist der Stein down. Nein, das ist der falsche Zombie. Ey, ich habe den falschen Zombie getroffen. Nein. Digga. Als ob. Nein, Digga. Ich habe keinen Stein. Das ist doch ein Scherz, ne? Komm, schieß ihn ab. Junge. Nein. Der läuft auch noch am Stein vorbei. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Junge. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Junge. Ja, okay, der wird überfahren. Ich hatte ihn aber fast. Mann. So, dann platzieren wir ihn ja noch ein bisschen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Und noch so ein. Und fertig. Der Angsthasenpilz. Der ist ein Distanzschütze, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Das heißt, ich soll ihn so weit wie möglich wegstellen vor den Wellen. Denn wenn die da sind, dann greift er nicht mehr an. Aber dafür schießt er über das ganze Feld, glaube ich. Okay, die haben Gitterzombies dabei. Wir nehmen die Pflanzen mit. Den Schützen. Den nehmen wir mal nicht mit. Wir testen mal ohne ihn. Dafür nehmen wir den Distanzschützen mit. Die Nuss. Und dann noch den. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja ein Riesenfehler, den 0-Münzen-Pilz nicht mitzunehmen. Sorry. Vielleicht aber auch nicht. Wenn ja, dann wird das unsere erste Niederlage. Los geht's. Okay.
Ich muss jetzt ein bisschen auf Sonnenblumen und so verzichten, damit ich mich wehren kann. Die Frage ist, in welche Reihe stelle ich denn jetzt den Distanzschützen? Schreibt's in die Kommentare, was die optimale Reihe ist. Wartet. Ach, ich tue ihn ich tue ihn in die zweite Reihe. Oh nein, gib mir Sonne. Ja, hier tue ich ihn hin. Ich werde ihn jetzt immer hier hin tun und die Sonnenblume werde ich da entfernen. Denn die soll nicht in die zweite Reihe. In die erste Reihe kommt der Schütze und in die zweite der Distanzschütze. Das wollen wir mal testen. Gib mir Sonne. Uff, okay, gib mir Sonne, Junge. Gib mir doch Sonne. Oh nein. Nein, auch noch in die falsche Reihe. Ey, ich muss den abbauen gleich. Aber töte ihn wenigstens. Komm, Junge, töte ihn. Ja, er hat ihn. Oh, oh. Nein, Digga. Bitte Sonne. Ja. Wenigstens habe ich gleich in jeder Reihe so ein wenigstens. Okay, da kommt so ein Hütchen-Zombie. Wenn jetzt eine Welle kommt, ne, ich überlebe das nicht. Ich überlebe das nicht. Ich brauche Sonnenblumen. Beziehungsweise ich brauche Sonne. Oh nein. Der wird durchkommen. Der wird durchkommen. Oh nein. Ja, er wird durchkommen. Ich kann nichts mehr machen. Nee. Ah, nein. Und oben auch noch. Er wird gefressen, ey. Junge. Komm, töte ihn. Oh, oh. Komm. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Ja. Wir sollen uns erstmal zusammenreißen. Nein. Schaut in die Mitte. Schaut in die Mitte. Junge. Zum Glück ist der Pilz ausgewachsen. Ohne ihn sterbe ich, glaube ich. So, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt schlau denken, Leute. Schlau denken. Und gleich kommt die erste Welle. Ich spare jetzt mein Geld und platziere einen zweiten. Unten, unten, unten. Zack, der zweite. Greift sie an. Okay, die Zombie-Welle kommt. Und was mache ich jetzt? Oh nein, da kommt er schon. Also der Flaggenzombie ist natürlich normal. Alter. Ich habe verloren. Ich habe verloren, oder? Okay, der erste Schütze. Baller so viel du kannst. Komm, Junge. Nein, das sind auch meine Sonnenblumen. Tötet ihn. Bitte. Los. Fall doch ab. Komm. Nein, nein. Ey, er hat einfach die den Sonnenpilz gefressen. Und jetzt tötet den auch. Ey, da kommt doch so ein Hütchen-Zombie. Okay, Leute, was mache ich jetzt? Der ist down. Die zweite Reihe ist down, Leute. Nein, wenn die dritte Reihe down ist, dann war's das. Dann bin ich geliefert. Leute, aber das Lustige ist einfach, dass ich die ganze Zeit überlebe. Nein, nein. Warum sind die so Angsthasen? Junge. Das war wirklich ein Fehler. Das war ein Fehler. Das, meine Freunde, war ein Fehler. Ja. Ich bin tot. Der kommt durch. Ey, Junge. No! Zombies haben dein Gehirn. Leute, wir probieren das Ganze nochmal. Und zwar schnell. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den. Let's go, würde ich sagen. Leute, bisher ist alles, ich sag mal, ein bisschen unter Kontrolle. Ich habe da jetzt eine Nuss platziert, denn sonst würde er durchkommen, safe. Also aktuell habe ich nicht so viel, ich sag mal, Geld, also Sonnenblumen. Aber es reicht erstmal aus. Sagen wir es mal so, Leute. Nein, schaut mal hier unten. Ey, jetzt wird noch der Sonnenpilz gefressen. Das war ein guter Witz von dem. Platzieren wir einfach nochmal, ne? Sehen wir nicht ein. Okay, nee, zum Glück. Zack, Sonnenblume. So, unten sind wir schwach. Deswegen kommt da eine Pflanze hin.
So, da kommen die ganzen Zombies. Oh nein, Gitterzombie, Gitterzombie. Ey, ich hätte da den Stein platzieren sollen. Und jetzt kommt noch unten einer. Dann noch einfach hier ein. Okay. Der kommt gut. Überall Steine. Überall ausreichend Verteidigung. Und wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Weißt du was? Ich mach den Move. Und da tue ich dann nochmal so einen hin. Ist zwar nah, aber es steht ja ein Stein. Oh, oh, oben kann es gefährlich werden. Oh nein. Nein, Digga. Schieß ihn ab. Okay, oben muss ich wieder bauen. Und ansonsten habe ich's. Aber jetzt kommt erst die Welle. Oh nee. Die kommen. Nein. Stein. Okay, perfekt. Fuck. Schaut euch das an. Ey, das ist doch ein Scherz, ne? Junge, schaut euch mal an, wie viele das sind. Junge. Wie viele wollen das denn sein? Die werden eh nicht durchkommen. Aber irgendwie werden wir es versuchen, sie aufzuhalten. Es gibt immer einen Weg. Okay. Den Move. Als nächstes den Move. Ja, okay. Der Eispilz. Okay, das ist sozusagen ein Freeze. Keine Ahnung. So ein Freeze-Typ, der sie bremst. Gut, damit würde ich sagen, das war's mit der 5. Folge von Pflanzen vs. Zombies. Lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert diesen Kanal. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Ciao.